Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier im Bundestag in den letzten Wochen viel und oft über das Thema der sexuellen Selbstbestimmung. Gerade im Rahmen der Reform des Sexualstrafrechts ist das ein sehr zentraler und wichtiger Punkt. Und da sind wir uns hier, da sind vor allen Dingen wir Frauen uns hier in diesem Parlament ziemlich einig. Und umso mehr ist es für mich unverständlich, dass im Falle der Prostituierten andere Maßstäbe bei der sexuellen Selbstbestimmung angesetzt werden. Warum stellen Sie die Selbstbestimmung von Prostituierten in Frage? Denn das machen Sie mit diesem Gesetzentwurf, Frau Ministerin. Diesem Entwurf liegt eine bevormundende Haltung zugrunde, die allen Frauen und Männern in der Prostitution die Selbstbestimmung abspricht. Ich sage Ihnen, dieser Gesetzentwurf ist Ausdruck von Bevormundung und Kontrolle. Sie verändern damit genau nicht, was Sie vorgeben, ändern zu wollen. Sie setzen die Stigmatisierung der Stigmatisierten fort, Frau Schwesig. Sie versäumen es, das wirklich Notwendige zu tun, nämlich die Menschen, die in der Prostitution arbeiten, zu bestärken und zu unterstützen. Frauen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, die so zum Beispiel ihre Kinder ernähren, die Pflege eines Familienmitglieds in diesem Job mit diesem Job vereinbaren, die sind mit ihrem Gesetzentwurf gezwungen, sich zu outen. Oder sie können diese Tätigkeit nicht mehr legal ausüben. Aber das ist doch bitte schön kein Schutzgesetz. Das ist die Bevormundung einer ganzen Berufsgruppe. Genau aus diesem Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen, bestehen schwerwiegende Bedenken gegen die Punkte des Gesetzentwurfs, die Druck auf die Prostituierten ausüben. Die Anmeldepflicht ist auch schon genannt worden, die verpflichtende Gesundheitsberatung und auch die behördlichen Anordnungen, die in diesem Gesetzentwurf stehen. Bei den Anhörungen im Bundesministerium haben etliche Fachleute, unter anderem die Diakonie, der Deutsche Frauenrat, Medizinerinnen und Mediziner, der Deutsche Juristinnenbund, die AIDS-Hilfe, früh gewarnt. Und sie haben gewarnt davor, den Zwang zum Outing als in diesen Gesetzentwurf zu reinzuschreiben, weil das kontraproduktiv ist. Und die Caritas hat den Gesetzentwurf mit den Worten konterkariert, ich zitiere, das geht an der Lebensrealität von Prostituierten vorbei. Expertenmeinungen und Erfahrungen aus der praktischen Arbeit haben kaum bemerkbar Eingang in diesen Gesetzentwurf gefunden. Zitat Ende. Und da schließe ich mich dem, was die Caritas sagt, an. Ihr Gesetzentwurf ignoriert Fachwissen und das ist unprofessionell. Und Frau Schwesig, bei der Anmeldepflicht ignorieren Sie, dass die Prostituierten gerade aufgrund von Diskriminierungserfahrungen sich erstens häufig nicht als Prostituierte, sondern mit anderen Berufsbezeichnungen anmelden und zweitens Misstrauen wegen des fehlenden Datenschutzes haben. Und was machen Sie? Sie schaffen eine eigene Datei für Prostituierte. Die Folge ist klar, es wurde hier schon sehr oft und vielfach gesagt heute, viele werden sich nicht anmelden und dann haben sie nichts erreicht. Das schützt Prostituierte nicht, nein, dann sind viele erst recht gefährdet, wenn sie nicht legal arbeiten können. Ja, so ist es, Herr Weinberg. Und die irrige Vorstellung, mit der verpflichtenden Gesundheitsberatung Opfer von Menschenhandel entdecken zu können, kommt genau daher, dass Sie den vielen Expertinnen nicht zugehört haben. Armutsprostituierte, die in schwierigen Lebenslagen stecken und besonders gefährdet sind, werden sich in einem Gespräch in einer Behörde doch nicht in einer völlig fremden Person anvertrauen. Das braucht Zeit. Das funktioniert nur freiwillig. Es geht nur freiwillig, Herr Kollege. Und wie Ihnen bekannt sein sollte, äußert auch der Bundesrat in seiner Mehrheit deutlich Kritik. Der Bundesrat stellt die Forderung auf, die Paragraphen 3 bis 11 zu streichen. Und ehrlich gesagt, ich finde, das können Sie nicht so einfach ignorieren. Bei der Erlaubnispflicht, die wir Grüne schon im Januar gefordert hatten und die wir auch unterstützen und grundsätzlich für sinnvoll halten, auch da gibt es eine Einschränkung, die will ich Ihnen nennen. Sie legen für kleine Wohnungsprostituierte die gleichen Voraussetzungen an wie für große Laufhäuser. Gerade dort, wo sich 2 bis 3 Frauen zusammentun, wo sie oft unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten, erschweren sie die Existenz für diese Prostituierten. Und aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz sollte Menschen in der Prostitution in ihrer Selbstbestimmung stärken. Wir Grüne fordern deutlich mehr Beratungsstellen. Wir fordern Unterstützung für die Prostituierten, und zwar auf freiwilliger Basis. Runde Tische nach dem Vorbild
von NRW sind sinnvoll. Vor allem bringen sie Erfahrungen und Kompetenzen von allen Beteiligten an einem Tisch zusammen. Ich appelliere an Sie, nutzen Sie die Anhörung nächste Woche zum Gesetzentwurf, nutzen Sie die Expertise, die vorhanden ist, und bessern Sie nach. Legen Sie ein Gesetz vor, das echte Unterstützung und Schutz für Prostituierte beinhaltet. Vielen Dank. Die Kollegin Silvia.